Bin ich gut zu verstehen? Wunderbar. So, die Nazis da hinten, haut mal ab. Damit das mal ganz klar ist. Das ist hier eine demokratische Bürgerinitiative, die das Ganze angefangen hat. Und wir wollen mit Nazis nichts zu tun haben. Vor allem nicht ist diese ganze Art und Weise, wie das versucht worden ist, von rechts außen zu okkupieren, ist wirklich das Allerletzte. Das ist dieselbe Art und Weise, wie man immer versucht. Und das erinnert mich daran, dass im Bundesamt über Wasserschutz die links- und rechtsextremen Kräfte aus einem gemeinsamen Referat geführt werden. Das ist immer die gleiche Tour, mit der man versucht, demokratische und verfassungstreue Kräfte in den Dreck zu ziehen. Das ist eine ganz miese Nummer. So. Ich fange jetzt einfach mal an. Wer mich nicht kennt, der kennt mich nicht. Ich stelle mich also vor. Daniel 9, Radio Utopie. Wir haben uns überlegt, als Gruppe, Verein, Freunde des Grundgesetzes, dass uns die Abschaffung der Demokratie auf deutschem Boden einfach nicht gefällt. Grundsätzlich. Es geht nicht darum, irgendeine bestimmte Ideologie zu vertreten. Es geht nicht darum, eine bestimmte soziale Richtung zu vertreten. Und meine ist ganz bestimmt eine andere, als auf den meisten Transparenten hier zu sehen ist. Ich habe überhaupt keine Angst vor Inflation. Ja? Mir geht es eher darum, auch den Menschen in den anderen europäischen Demokratien dabei zu helfen, dass sie ihre Demokratien behalten. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Aus diesem Gebäude da drüben ist bereits über halb Europa eine Finanzdiktatur verhängt worden. In Kollaboration mit dem in Washington sitzenden Bankenkartell, dem Institute of International Finance. Deren leitender Direktor ist Josef Ackermann, wiederum Chefberater der Regierung, unserer Regierung. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kann das sein, dass in einer allgemeinen Apathie, in einer allgemeinen Stille in der Öffentlichkeit die Demokratie immer weiter eingeschränkt wird, dass in einer absolut bizarren Querfront von den Nazis bis zu den Antideutschen das Grundgesetz immer mehr in Frage gestellt wird, die Bürgerrechte unter dem Innenminister Wolfgang Schäuble schon aufs Übelste eingeschränkt wurden und teilweise in den Dreck gezogen worden sind. Mit derselben Tour macht er jetzt als Finanzminister weiter und in der Bevölkerung macht sich so etwas wie eine große Schläfrigkeit breit. Mir gefällt das nicht. Es geht hier um den Schutzvertrag von 82 Millionen Menschen, unabhängig von diesem ganzen Gezänk um Herkunft, Familie, die man sich nicht ausgesucht hat, um Religion, um all diese persönlichen und privaten Angelegenheiten. Es herrscht hier ein Nebel der Desinformation. Es geht um Geld, es geht um Verfassung, es geht letzten Endes um einen Kampf zwischen Demokratie und einem Finanzsystem. Und ich sage, wenn das Finanzsystem versagt und wenn es destruktiv ist gegen die europäische Demokratie Deutschland, gegen die europäische Demokratie Griechenland, gegen die europäische Demokratie Frankreich, nach einem Franzosen bin ich übrigens benannt. Nach einem gewissen Daniel. Nur damit das mal klar ist. Die deutsch-französische Freundschaft steht bei mir hoch im Kurs. Es geht nicht darum, dass sich die einzelnen Demokratien gegenseitig an den Kragen gehen. Es geht darum, dass sie bewahrt werden. Vor einem Angriff durch das Finanzsystem. Und ich sage, wenn das Finanzsystem die Machtfrage stellt und es hart auf hart kommt, Demokratie oder Finanzsystem, dann wird das Finanzsystem der Demokratie angepasst und nicht umgekehrt. Ich höre hier mal Euro, 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 Euro den ganzen Tag. Ich gehe ins Internet, ich sehe Euro. Ich mache das Radio an, ich höre Europa. Ich lese Zeitung, es heißt europäisch. Liebe Leute, europäisch waren die Europäer schon immer. Es geht hier um ein Machtkonstrukt, das sich gebildet hat vor 20 Jahren, was sich immer weiter sukzessive aufgebaut hat. Ein Konglomerat, was mir persönlich, jetzt als einen politischen Linken, verdammt nochmal an die Sowjetunion erinnert. Und ich dachte eigentlich, dass das anders läuft. Ich war mal wirklich ein Freund der europäischen Idee. Was daraus gemacht wird, ist ein Diktat.
Es ist ein Diktat, was hier verhängt wird. Und das passt mir nicht. Und das passt uns, den Freunden und Freundinnen des Grundgesetzes, nicht. Wir sind ja auch für die Meinungsfreiheit. Ich finde das sehr, sehr gut, dass hier zum Beispiel einer sagt, nein zu EuGH, ISSR, und der andere sagt, EU, yes, ESM, ESM, no. Das spiegelt die Vielfalt, die wir bewahren wollen. Das spiegelt auch das wieder, was ich eine ganz normale Republik nenne. Und um nochmal das Bundesverfassungsgericht zu zitieren. Das Grundgesetz setzt die staatliche Souveränität Deutschlands nicht nur voraus, es garantiert sie auch. Verstehen Sie? Sie leben in einer souveränen Republik. Gewöhnen Sie sich dran und benehmen Sie sich auch so. Was wir versuchen, ist diesen ganzen elenden Fatalismus, dieses, oh, es hat doch alles keinen Zweck und nein, das wird doch eh nichts und dann kommen Sie und holen uns, und dieser ganze Blödsinn, endlich zu überwinden und den Leuten zu sagen, passt euch was nicht, wunderbar, dann werdet gefälligst selber aktiv. Wir alle haben die Möglichkeit, Parteien zu bilden. Wir haben das Recht darauf, Versammlungen abzuhalten. Und wer eine andere machen will, der soll sie machen. Und das gilt zuallererst mal hier für die Rechtsaußen, für die ganzen Nazis, die wir nicht haben wollen und die sich an uns dranhängen, weil sie glauben, hier gibt's was zu holen. Also, wir werden jetzt ein paar Leute hier begrüßen dürfen, die aus ihrer Sicht, aus ihrer Position, aus ihrer, möchte ich mal sagen, politischen Biografie heraus, ihren Standpunkt vertreten werden. Ich möchte mal klar sagen, was sie hier nicht wollten. Wir wollten keine Parteienveranstaltung. Der Chef der Freien Wähler, Herr Aiwanger, wollte hier sprechen. Das haben wir abgelehnt. Wir haben auch abgelehnt, dass hier ein Parteivertreter von der Partei der Vermögenden spricht. Und allein, Partei der Vernunft, sorry. Ja? Nur damit das mal klar ist, es ist trotzdem im Rahmen und auf dem Spielfeld des Grundgesetzes hier durchaus jeder willkommen. Ich hätte mir natürlich auch ein paar Genossinnen und Genossen gewünscht, jetzt nicht unbedingt Herrn Sarrazin, gegen den ich kandidiert habe, als Vertreter der Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit im Jahre 2006 und den ich verdammt nochmal immer bekämpfen werde, sondern... Ja. Ah, vielen Dank, endlich mal Widerspruch. Es geht hier um die verschiedenen politischen Ansichten, die aber alle basiert sind auf dem Recht, eine zu haben. So, und wem das jetzt hier alles viel zu sozial ist, ja, tut mir leid, das Leben ist hart. So, als nächster spricht jetzt, wenn ich mich nicht irre, Beatrix von Storch. Ich denke um... Applaus, sehr schön.